Jo, herzlich willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! World Championship 2008. Freunde, wir machen ein paar weitere Structure Deck Duelle. Wir sind bereits in der Struktur Sporthalle. Das ist die amazonische Paladinin. Wir wollen versuchen. Und ja, es hat mir einfach viel zu viel Spaß gemacht, okay? Ich will einfach noch ein paar Structure Deck Duelle machen. Also macht euch bereit dafür. Wir haben beim letzten Mal, glaube ich, das Lord of the Storm Structure Deck und das Curse of Darkness Structure Deck. Also ja, wir sehen ja hier anhand der Sterne über den Structure Decks, welche wir schon erfolgreich benutzt haben, mit welchen wir schon gewonnen haben. Ich würde also dieses Mal einfach irgendwas anderes nehmen, was wir vielleicht noch nicht hatten. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem Spellcaster's Judgment Structure Deck. Das ist, glaube ich, auch so eines der etwas besseren. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es hier so Karten wie Magier des Glaubens, Breaker und Chaos-Hexer und so weiter gibt. Also sollte das auf jeden Fall eines der besseren Decks sein. Oh mein Gott, schaut euch diese Starthand an. Crazy. Okay. Sie hat das Lord of the Storm Structure Deck, welches wir beim letzten Mal hatten. Startet mit Harpier 1. Alle geflügelten Ungeheuer kriegen 300 Angriffspunkte. Damit können wir definitiv leben. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass das Deck irgendwie Sakuretsu-Rüstung hat, oder? Ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher, um ehrlich zu sein. Komm, wir gehen da ganz risky rein. Wir machen es nämlich folgendermaßen. Wir beschwören unseren Breaker. Der kriegt einen Counter. Dann hat der 1900 Angriffspunkte und dann greifen wir an. Über die Harpier 1. 300 Punkte Schaden. Für dich. So sieht es aus. Und dann können wir in der Main-Phase 2 Breakers Effekt aktivieren und können mit ihm die verdeckte Zauber- oder Fallenkarte zerstören. Das ist Peak Yu-Gi-Oh!, okay? Das ist Peak Yu-Gi-Oh!. Einfach gegambelt. Beziehungsweise nicht mal gegambelt, sondern gewusst, dass da keine ultra heftige Fallenkarte liegen kann. Deshalb über die Harpier 1 angegriffen und dann erst Breakers Effekt aktiviert, statt den safen Weg zu gehen. Und ihm erst die Zauber- oder Fallenkarte wegzunehmen und dann in die Harpier 1 rein zu crashen und Breaker auch noch zu verlieren. Ich würde allerdings sagen, wir machen folgendermaßen. Wir rüsten Breaker noch mit Kraft der Magie aus und setten unsere magieartige Dimension und kommen unseren schweren Sturm auch. Dann hat er 3600. Was willst du dagegen machen, hä? Was willst du dagegen machen, außer schwerer Sturm? Das wäre echt. Eine Set. Let's go. Okay. Wir ziehen. Und es ist ein Nachladen. Icarus-Angriff. Oh, das tut weh. Das tut weh. Breaker und Kraft der Magie. Ich meine, du kannst auch einfach Breaker wählen. Und eine der verdeckten Karten, weil Kraft der Magie wird eh zerstört, wenn Breaker zerstört wird. Aber gut. Zauberschild Typ 8, annulliere die Aktivierung mit dem Effekt einer Zauberkarte, die ein Monster auf dem Spielfeld als Ziel bestimmt und zerstöre die Zauberkarte. Lege eine... das switcht wieder. Lege eine Zauberkarte aus deiner Hand auf den Friedhof, um die Aktivierung und den Effekt einer Zauberkarte zu annullieren und die Zauberkarte zu zerstören. Nee, ich möchte nicht nachladen an Chain, sondern ich würde eigentlich gerne das Ganze mit meinem Zauberschild Typ 8 annullieren? Warum funktioniert denn das nicht? Sehr, sehr komische Wendung der Ereignisse. Wir beenden unseren Zug. Warum das nicht funktioniert hat, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Fliehender Kamakiri Nummer 1. Er greift an, wir haben dem nichts entgegenzusetzen. Ich hoffe, wir ziehen ein Lichtmonster, weil das wird behaupten, dass Chaos-Hexer gleich live ist. Aber das ist so eine Sache. Wir ziehen... Oh! Gemini-Elf. Die Elfenzwillinge. Das ist ganz gut. Damit können wir jetzt nämlich angreifen. Er wird zwar ein Monster beschwören können, aber es wird nicht so stark sein wie die Elfenzwillinge. So sieht es nämlich aus. 1900 Angriffspunkte. Und er beschwört einen weiteren fliegenden Kamakiri. Okay, dann ist das eben so. Und wir beenden unseren Zug. Die sind leider mit dem Attribut Erde. Wir bräuchten ein Lichtmonster. Wir brauchen... Nein! Schwerer Sturm. Aber das kann ich annullieren.
Hä, ich versteh's nicht. Warum konnte ich das gerade nicht annullieren? Oder habe ich das einfach verpeilt? Ich konnte das doch gar nicht aktivieren. Versteh's nicht. Wie auch immer. Oder geht das nur im gegnerischen Zug? Das wäre auch eine Sache. Wir ziehen eine Karte. Oh, magische Bibliothek des Königs. Okay, das ist ein Lichtmonster. Nee, keine Ahnung. Jetzt lass mich mal kurz nachdenken. Ich würde sagen, wir spielen die mal verdeckt. Nein! 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 Ich wollte die verdeckt spielen. Nein! Junge! Hey, das war ein Missklick. Ach komm schon. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann es doch jetzt nicht sein. Okay, komm. Wir greifen das verdeckte Monster an. Und das ist HP2. Das ist okay. Auf der anderen Seite ist es auch okay, wenn magische Bibliothek des Königs gleich zerstört wird, weil dann haben wir ein Lichtmonster im Friedhof für Chaos-Hex, aber ich wollte die eigentlich verdeckt legen mit 2000 Death. Und dann kann man sie eventuell für magieartige Dimensionen weglegen, um einen Hexer zu beschwören und den fliegenden Kamakiri zu zerstören, wodurch er dann kein Monster beschwören kann, weil der nicht durch Kampf zerstört wird, sondern durch einen Karteneffekt. Und dann hätten wir die ebenfalls im Friedhof und könnten dann Chaos-Hexer beschwören. Das wäre die Combo gewesen, die jetzt live gewesen wäre, weil wir jetzt weiße Magierin Pikero gezogen haben, die wir damit hätten beschwören können. Das ist so dumm. Es ist wirklich so selten dämlich jetzt, aber gut. Was ein Missklick alles ausmachen kann. Übrigens, was ich an dem Spiel immer so ein bisschen weird fand, wir sind jetzt im 10. Spielzug. Das bedeutet, wir können zwar jetzt, also jetzt können wir aufgeben, aber früher geht es nicht. Also man kann tatsächlich in dem Spiel erst ab dem 10. Spielzug aufgeben. Was dazu führt, dass wenn du ein Duell potenziell bereits so im 4. oder 5. Zug so gut wie verloren hast, weil der Gegner einfach mit Topf der Gier, reißender Tribut, Schnappstahl und keine Ahnung was startet und du halt mit nix, du das Duell trotzdem erstmal noch auf brutale Art und Weise zu Ende spielen musst und dir reinziehen musst, wie du verlierst, weil der Gegner einfach, sich so denkt, nö, so läuft das hier nicht, Bro. Wir spielen das zu Ende, beziehungsweise das Spiel. Ja, wir verbannen auf jeden Fall fliegender Kamakiri, damit er damit kein weiteres Monster beschwören kann. Chaos-Hexer auf jeden Fall eines der großen, großen Monster der Vergangenheit. Eines der besten Monster, würde ich sagen, so aus den Anfangsjahren von Yu-Gi-Oh! Mit das schwächste Chaos-Monster eigentlich, aber trotzdem immer noch so gut wie Top-Tier verglichen mit den anderen Karten. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen jetzt was. Wir aktivieren magieartige Dimensionen. Und wir opfern unsere Elfenzwillinge für die deutlich schwächere weiße Magierin Pikero. Aber dadurch, dass wir das tun, können wir jetzt das verdeckte Monster zerstören, welches eventuell auf Kampfzerstörung triggert. Tut es nicht, es ist Ninja Lady Yae. Aber gut, so ist das halt. Und durch weiße Magierin Pikero bekommen wir jetzt 800 Lebenspunkte, weil sie in unserer Standby-Phase auf dem Feld liegt. Es sind die kleinen Dinge, okay? Es sind die kleinen Dinge. Jetzt können wir sie nämlich opfern. Für Chaos beherrschender Magier, den wir gerade eben gezogen haben. Und ey, sagt, was ihr wollt, aber ich fand immer, der sieht ultra fresh aus, oder? Also der Bruder annulliere den Effekt einer Monsterkarte, die diese eine Karte als Ziel bestimmt. Ist jetzt nicht so gut, die Karte, ja? Hat einen leichten Schutzeffekt, aber ich fand immer, der sieht doch einfach fresh aus, oder? Also Chaos-Hexer auch. Auf jeden Fall. Aber Chaos-beherrschender Magier. Sieht die Karte nicht einfach cool aus? Also das ist so ein richtig epischer Hexer, finde ich. Wir greifen damit auch an. Ihr seht übrigens, beziehungsweise ihr hört, es gibt unterschiedliche Animationen und unterschiedliche Soundeffekte, wenn Monster mit verschiedenen Typen oder Attributen angreifen. Also sie haben tatsächlich für jedes Monster irgendwie so einen eigenen Soundeffekt, wenn das Monster angreift. Das finde ich so cool. Generell, so wir sind einfach im Jahre 2007, 2008 auf dem Nintendo DS und jedes Monster wird als eigenständiges, da stehendes, auf der Karte stehendes Monster animiert. Das haben wir danach lange Zeit nicht gehabt. Das hatten wir dann erst wieder in Cross-Duel, was dieses Jahr rausgekommen ist. Die World Championship-Reihe hatte das. Warum haben das andere Yu-Gi-Oh! Spiele nicht? Ich sag euch warum, man war einfach nicht gewillt, so viele Monster zu animieren. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber auf der anderen Seite so... Das ist doch nun mal Yu-Gi-Oh! Oder nicht? Ich habe keinen Plan. Also ich muss sagen, so der Charme der älteren Spiele gefällt mir deutlich besser. Wirklich, wirklich deutlich besser. Wir greifen mit Chaos-Hexer an, 2300 Schaden. Wir haben noch mystisches Ungeheuer Cerberus gezogen. Lustigerweise
gibt es von der Karte auch eine neuere Version, nämlich das mystische Ungeheuer Meister Cerberus. Oder mystischer Ungeheuer König Meister Cerberus, ich weiß nicht. Mythical Beast King Master Cerberus oder wie auch immer. Dieses Pendelmonster halt, okay? Es gibt ein eigenes mystisches Ungeheuer Structure Deck, was auf dieser einen Karte basiert. Ja, nicht Structure Deck, Theme Deck. Also es gibt da Jackal King und Cerberus und wie sie alle heißen. Ist ein Pendel-Deck, was halt auf Spell-Countern basiert, weil die Karte auch auf Spell-Countern basiert. Finde ich so krass, dass man so aus einer Karte so ein ganzes Themendeck gemacht hat. Aber ja, gut, mit dem Spellcaster-Deck hätten wir ebenfalls gewonnen. Ich weiß nicht, nehmen wir mal was so ganz anders ist. Spellcaster sind ja so auf Zauber und so fokussiert. Nehmen wir mal noch das Fels-Deck. Das ist so ganz anders. Sie nimmt wieder das Lord of the Storm-Structure-Deck, also heute auf jeden Fall eine Portion Harpien, die auf uns hineinprasselt. Okay, wir gehen selbstverständlich first. Es gibt hier eigentlich auch keinen Grund, nicht first zu gehen. Gerade mit dem Deck, was wir jetzt haben, was ein Flip-Deck ist, mehr oder weniger. Boah, das sieht sogar eigentlich ganz gut aus. Genau, Zwangsevakuierungsgerät ist auch so eine Karte, die vor allem in den neueren Structure-Decks tatsächlich drin ist. Also mit neueren meine ich jetzt nicht die, die wir im Jahre 2022 haben, sondern die neueren in dieser Reihe. Wir spielen Golem Wachposten verdeckt, wir spielen das verdeckt, wir spielen das verdeckt und wir spielen das verdeckt. Drei Sets, die sogar alle eigentlich ganz gut sind. Belastungsprobe eines Reisenden ist so nervig. Also wirklich, ich glaube, das ist so eine Karte, die wirklich so Trauma in mir ausgelöst hat, gefühlt. Oh mein Gott, okay. Sie kann einen Windmonster abwerfen und alle unsere Zauber und Fallen auf die Hand zurückgeben. Das... Ist das in Ordnung? Ich würde sogar sagen, ja, wir brauchen keine Zauber und Fallen. Wir brauchen unsere Fallen nicht, um das Ding irgendwie auszuschalten. Golem Wachposten hat 700 Verteidigung mehr, als sie Angriffspunkte hat. Also, das ist kein Problem. Zwei Sets und sie beendet ihren Zug. Wir ziehen und wir haben, das ist glaube ich Steinstatue der Azteken, macht doppelten Kampfschaden, wenn er angegriffen wird. Ich würde sagen, warte mal, was macht nochmal Golem Wachposten? Der kann den Monster bouncen, richtig? Genau. Der gibt ein Monster auf der Spielfeldseite des Gegners auf die Hand zurück. Wenn man ihn erfolgreich als Flip-Beschwörung beschwört. Ich glaube, das machen wir auch. Also wir benutzen seinen Effekt, um ihn zu setten und dann können wir ihn Flip beschwören. Um die Ninja Lady auf die Hand zurückzugeben. Und dann greifen wir mit unseren 800 Angriffspunkten direkt an. Wir müssen ja auch ein bisschen Schaden machen. Ja. Wir beenden unseren Zug. Und, Schallente. Okay. Das ist ein weiteres Monster. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Du kannst den Effekt dieser Karte nur aktivieren, wenn dein Gegner angreift. Dein Gegner wählt eine zufällige Karte in deiner Hand und nennt einen Kartentyp Monster, Zauber oder Falle. Falls dein Gegner falsch voraussagt, kehrt das angreifende Monster auf die Hand zurück. Das Ding ist halt, die kann potenziell auf dem Feld bleiben und das auf die Hand zurückgeben. Zwangsevakuierungsgerät hingegen wäre einmal sicher nutzbar, aber danach wäre es halt weg. Ich würde sagen, komm, wir gehen das Risiko ein, wir benutzen Belastungsprobe eines Reisenden und sie sagt Monster. Was bedeutet, dass der Angriff trotzdem durchgeht, aber wir können dann trotzdem noch Zwangsevakuierungsgerät aktivieren und zur Sicherheit trotzdem die Schallente auf die Hand zurückgeben. Schade, hätte Belastungsprobe eines Reisenden geklappt, dann hätten wir das nicht machen müssen, aber was soll's. Wir ziehen eine Karte und es handelt sich um Gehirnkontrolle. Okay, das ist interessant. Ich glaube, wir machen folgendes. Wir setten unseren Golem Wachposten und unsere Steinstatue der Azteken. Und wir beenden unseren Zug. Wir wollen eigentlich, dass sie quasi in unsere Monster reinrennt und sich dementsprechend halt selbst Schaden zufügt, wenn man so will. Ruf der Gejagten, Schrei der Untoten, Harpie Nummer 3. Ist in Ordnung. Was wird angegriffen? Der Golem Wachposten, nicht der Golem Wachposten, sondern die Steinstatue der Azteken. Wollen wir den Effekt von Belastungsprobe eines Reisenden aktivieren?
Wollen wir das tun? Ja, komm. Was wählt sie aus? Ja, als ob sie Zauberkarte sagt. Ja gut, dann wird die halt trotzdem angegriffen. Dann kriegt sie 600 Schaden. Okay. Irgendwie, also wenn der Gegner diese Karte hat, dann sage ich immer das Falsche. Außer ab einem gewissen Punkt hast du halt so ungefähr die Hand des Gegners gesehen und du kannst dann abschätzen, was er so auf der Hand hat. Aber ins Blaue rate ich eigentlich, also die Chance ist ja 1 zu 3 sozusagen, ne? Wenn du halt einfach nicht weißt, was der Gegner auf der Hand hat. So, aber aus irgendeinem Grund hat die KI in diesem Spiel immer, also weiß immer genau, was du halt auf der Hand hast. Ja, aber was soll's. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir sind nämlich jetzt genau an dem Punkt angekommen, den wir halt haben wollten, mit Golem Wachposten. Man will ihn quasi in seinem eigenen Zug zu Beginn verdeckt haben. Dann kann man nämlich ihn flippen, ein Monster des Gegners auf die Hand zurückgeben. Wir nehmen jetzt in dem Fall die Harpie 3. Und dann kann man ihn nämlich wieder setten. Jetzt muss ich sagen, weiß ich nicht, wie das aussieht mit Gehirnkontrolle und Ektoplasma. Ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ich benutze Gehirnkontrolle, Zahl 800. Und klaue mir die Schallente. Ah, okay, magische Störung. Gut, dann hat sich das eh schon von selbst erledigt. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, mit Ektoplasma können wir dann die geklaute Schallente opfern am Ende des Zuges, dann kriegt er sie nicht mehr zurück und kriegt ein bisschen Schaden, aber so, wir müssen nicht ändern. Dann ist das eben so. Sie hat auf jeden Fall HP 3 auf der Hand, das weiß ich. Wir beenden einfach unseren Zug, wir sitzen hier auf unseren beiden Monstern. Wie will sie das auch kontern, jetzt mal ernsthaft? Die haben beide so viel Death. Ein Monster verdeckt, eine Karte verdeckt, Zugende. Wir haben immer noch tollkühne Gier. Moai Abfangkanone. Kann einmal pro Zug in die verdeckte Verteidigungsposition geändert werden. Bringt uns gerade nicht viel. Würde ich sagen, spielen wir ebenfalls verdeckt. Golem Wachposten flippen. Gib das verdeckte Monster zurück auf die Hand. Und dann geht er wieder zurück in die Verteidigungsposition. Wir stallen einfach so lange, bis wir halt irgendwas Besseres haben. Das Deck hat einige Tributmonster. Ich glaube, Kryo-Sphinx und Hirako-Sphinx und so, mit denen man auf jeden Fall was anfangen kann. Oh, Klingenfliege. Damit ist das Ding auf jeden Fall stark genug, um unser Monster zu zerstören. Komm, Belastungsprobe eines Reisenden. Einmal jetzt. So, komm, einmal. Sei einmal cool. Zauberkarte wurde ausgewählt. Perfekt, und es ist ein Monster. Es ist mega Felsdrache. Let's go. Schallente zurück auf die Hand. Wollen wir Belastungsprobe eines Reisenden aktivieren? Wieso nicht? Komm. Also, das Einzige, was uns das ja sonst geben könnte, ist Kampfschaden, den wir ihr zufügen. Zauberkarte. Aber ich habe es ja lieber, dass die Monster zurück auf die Hand gehen, als dass wir ein bisschen Kampfschaden machen. Tollkühne Gier. Draw 2. Hat sie einfach 6 Karten auf der Hand. Jetzt 5 und 3 Set. Okay. Wir ziehen. Magischer Abfluss. Weiß ich nicht. Komm, wir aktivieren auch Tollknigge. Okay, das sieht doch ein bisschen besser aus. Das sieht doch einigermaßen okay aus. Wir beschwören unsere Riesenratte. Bitte kein reißender Tribut. Ich glaube nicht mal, dass das Deck einen hat, aber gut. Und mit der greifen wir jetzt direkt an. Wenn die durch Kampf zerstört wird, ist das nicht mal schlimm, weil die floatet. Also die beschwört uns noch ein Erdemonster vom Deck. Und außerdem hätten wir dann ein Erdemonster im Friedhof für Gigantes. Dann spielen wir unsere beiden Karten verdeckt. Wir könnten theoretisch hier schon auf Ektoplasma gehen, aber das ist immer so ein bisschen kritisch, okay? Das würde ich erst machen, wenn es wirklich nötig ist und wenn wir in so einer Position sind, wo wir uns das wirklich erlauben können. Ja, wir aktivieren den Effekt von Belastungsprobe eines Reisenden.
Monsterkarte, okay, ja gut. Dann war's das mit der Riesenratte. Aber das ist okay, weil die kann ruhig zerstört werden. Das beschwört uns nämlich eine weitere Riesenratte oder was anderes. Mal schauen, was wir hier so haben. Medusa-Wurm, der ist gut. Riesenratte Kryo-Sphinx könnten wir beschwören, solange diese Karte vom Spielfeld auf die. Ah, okay, wenn Karten gebounced werden, werden sie stattdessen auf den Friedhof gelegt. Das ist interessant. Sandmotte, Riesenratte, Wächterstatue, großer Geist. Ja, ich würde sagen, wir beschwören die Kryo-Sphinx. Ich glaube, das ist am besten. Übrigens verfügt das Deck auch über Exod, den Meister der Wache. Was irgendwie, I don't know why, aber irgendwie an Exodia angelehnt ist. Und was man beschwören kann, indem man eine Sphinx opfert. Also zum Beispiel Kryo-Sphinx oder halt, es gibt noch mehrere Sphinx-Monster in diesem Deck. Und der hat 4000 Death und fügt jedes Mal 1000 Burn-Schaden zu, wenn ein Monster geflippt wird. Ist nicht unbedingt das beste Boss-Monster, um ehrlich zu sein, aber interessant auf jeden Fall. Was wir jetzt machen, ist, wir flippen unseren Golem-Wachposten. Damit wird dann Schieferkrieger auf die Hand zurückgegeben. Aber durch Kryo-Sphinx wird die Karte dann auf den Friedhof gelegt. Und das... Ah nee, warte mal. Ist das... Wählt er diese eine zu aus seiner Hand und nichts? Ja doch, okay. So, damit werden wir nämlich die Monster früher oder später alle los. Das ist die Combo, okay? Wir haben Golem Wachposten, der die Monster zurück auf die Hand gibt und Kryo-Sphinx legt sie dann von der Hand auf den Friedhof. Und wir haben noch Folgendes, wir haben nämlich Raubender Goblin. Wenn wir jetzt Kampfschaden zufügen, dürfen wir dem Gegner eine Handkarte klauen. Deshalb würde ich sagen, komm, wir flippen noch unsere Moai-Abfangkanone. Ich hätte, glaube ich, den Golem Wachposten offen liegen lassen sollen. Das war dumm, dass ich den wieder gesettet habe. Wir greifen jetzt damit an. Damit klauen wir eine Handkarte. Dann Kryo-Sphinx. Klaut ebenfalls eine Handkarte. Ich hätte, wie gesagt, noch mit den beiden Monstern angreifen können und das wären dann noch zwei Handkarten gewesen, die geklaut worden wären. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ich glaube, das ist meine imaginäre Angst vor Spiegelkraft, die ja nicht mal existiert, die sie ja gar nicht haben kann, weil sie gar nicht im Deck hat. Aber ja, so viel dazu. Ich würde sagen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, kommen wir verbannen und wir hätten sowas von in diesem Zug gewinnen können. Das war jetzt dumm, egal. Wir beschwören Gigantes, wir aktivieren Ektoplasma. Also... Ja. Früher oder später werden wir mindestens damit auf jeden Fall gewinnen. Gigant ist auf dem Friedhof. 950 Schaden. Jetzt sind noch 1250. Ja. MST. Auf Raubender Goblin. Weiß ich nicht, warum man das nicht früher macht. Kommt magischer Abfluss. Annulliert das, es sei denn, sie wirft eine Zauberkarte ab. Tut sie. Blitzeinschlag! Was? Warum würde man Blitzeinschlag abwerfen? Okay. Dann aktivieren wir den Effekt von Belastungsprobe eines Reisenden. Sagt Monsterkarte, sie weiß ja, dass wir Mega Felsdrache auf der Hand haben. Dann wird unsere Kryo-Sphinx zerstört, aber das ist in Ordnung, das ist okay. Und dann Ektoplasma wird der zerstört. Gibt uns 950 Schaden, können wir mitleben. Wir können immer noch nicht ziehen wegen Tollkönig hier. Was wir aber tun können, ist, wir können den Mega Felsdrachen beschwören, indem wir zwei unserer Felsmonster verbannen. Dann hat der 1400 Angriffspunkte, was genug ist, um das Duell zu beenden. Und wir greifen an. Mega Felsdrache, let's go. Die Win Condition an der Stelle. Wir haben leider nicht den Exod beschworen, das wäre echt cool gewesen. Aber ja. Ein weiteres Structure Deck Duell entschieden. Für uns. Ich würde sagen, machen wir noch eins. Wir haben jetzt Hexer und Fels abgeschlossen. Nehmen wir mal noch, komm, nehmen wir noch das Feuer-Structure-Deck, okay? Und sie nimmt diesmal das Hexer-Structure-Deck. Also sehr interessant. Da sind einige gute Zauberkarten drin.
und Chaos-Hexer. Also da müssen wir wirklich aufpassen. Also das ist, glaube ich, ein etwas gefährlicheres Deck. Aber gut, ich glaube, wir starten hier ganz okay. Wir beschwören unsere UFO-Schildkröte im Angriffsmodus. Mit geschmolzener Zerstörung hat die direkt mal 1900 Angriffspunkte. Und sollte sie durch Kampf zerstört werden, dann beschwört sie einfach noch ein Feuermonster. Und wir haben Gegenfeuer. Wenn ein Feuermonster zerstört wird, dann kriegt sie 500 Schaden. Wir beenden unseren Zug. Ich würde sagen, das ist ein solider First Turn. Mal schauen. Ein Monster verdeckt. Eine Karte verdeckt. Noch eine Karte verdeckt. Und das war's. Ich weiß leider jetzt nicht mehr aus dem Kopf, welche Fallen das Deck alle so hat. Ich glaube aber nichts, was wirklich Angriffe aufhalten kann. Also da mache ich mir jetzt eher weniger Sorgen drum. Wir beschwören auf jeden Fall unsere kleine Chimäre. Die gibt Feuermonstern nochmal 500 Angriffspunkte. Also unsere UFO-Schildkröte einfach bei 2-4. Es kann sein, dass die magische Bibliothek des Königs Set hat mit 2000 Left. Deswegen greife ich mit der UFO-Schildkröte an, weil die hätte genug Punkte. Weiße Magie in Prekero. Okay, die hat 0. Aber rein theoretisch wäre es möglich gewesen, dass da ein Monster mit 2000 Left liegt. Deswegen greife ich mit UFO-Schildkröte an. Um auf Nummer sicher zu gehen, machen wir ein bisschen weniger Schaden, wenn wir mit kleine Chimäre direkt angreifen. Aber immerhin 1600, meine Freunde. Und dann beenden wir unseren Zug. Wir haben Testal aus den Feuermonarchen. Wirklich krasse Karte. Zauberabsorption. Ja gut, das ist okay, dann kriegt sie ein paar Lebenspunkte. Voreiliges Begräbnis holt sich Weiße Magierin Pikeru zurück. Irgendwas sagt mir, dass sie Chaos beherrschender Magier auf der Hand hat. Den freshen Dude, den sie jetzt gleich dafür Tribut beschwören wird, indem sie Weiße Magierin Pikeru opfert. Nein! Warum sollte man das dann machen? Hat sie das jetzt gerade nur aktiviert um 500... Hat sie gerade eine Zauberkarte aktiviert, die sie 800 Lebenspunkte kostet, um mit der anderen 500 Lebenspunkte dazu zu bekommen? Okay, Bro. Die Combo-Plays am Start an der Stelle. Wird sie nachladen. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich würde sagen, wir opfern unsere kleine Chimäre. Damit verliert unsere UFO-Schildkröte zwar auch 500 Angriffspunkte, aber Testalos, der Feuersturm-Monarch, ist anders, meine Freunde, denn der wirft jetzt eine Karte von der gegnerischen Hand ab. Okay, und das ist kein Monster, ansonsten würde sie noch Effekt-Damage bekommen in Höhe der Stufe des Monsters mal 100. Das geht leider nicht, weil es eine Zauberkarte ist, aber gut. Wir haben noch unser Inferno. Das können wir beschwören, indem wir kleine Chimäre von unserem Friedhof verbannen. Und dann greifen wir mit Testal aus dem Feuersturm-Monarchen mit 2900 Angriffspunkten an. 1700 Schaden. Voreiliges Begräbnis wird auch zerstört. Dann greifen wir mit Inferno an. Nochmal 1600 Schaden. Und dann noch mit UFO-Schildkröte. Also ich muss echt sagen, wir haben wirklich ganz gut gezogen. Also es war, glaube ich, nicht die optimale Starthand, aber das war schon sehr gut. Es war schon wirklich in Ordnung. Wir haben Gegenfeuer nicht mal aktiviert, weil sie nicht eins unserer Monster bisher zerstören konnte. Aber das ist okay. Ruf der Gejagten holt Weiße Magierin Pikeru zurück. Hätte ich vielleicht in meiner Endphase gemacht, dann hätte man sie zurückholen können und in Death switchen können. Hätte auch keinen Unterschied mehr gemacht, aber gut. Wir greifen an. Mit Testalos. Oh, magischer Zylinder! Okay, das tut weh, will ich gar nicht sagen. Aber wir greifen trotzdem an mit Inferno. Das sind 400 Punkte Schaden. Oh, und Inferno macht doch Burn Damage? Ja, das war mir nicht bewusst. Wie auch immer. Perfekt. Perfekt. Damit hätten wir es geschafft. Ja. Mit drei Decks tatsächlich heute geworden. Das letzte Duell ging wirklich schnell. Ich hätte Inferno lesen sollen. Wieso hat das noch 1500 Schaden gemacht? Das hätte ich mir durchlesen sollen. Wie auch immer, ich würde sagen, es war ein erfolgreicher Structure-Deck-Duell-Nachmittag, meine Freunde. Also lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob es euch gefallen hat. Falls dem süß, aktiviert gerne eure Gerätezauberkarte. Den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.